Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen coolen neuen Out-of-Map-Glitch zeigen, der ziemlich einfach ist, wenn man weiß, wie er geht. Das erste, was ihr braucht, ist dieses schnelle Laufen, dieser Laufblitz, Stemming Up genannt. Und wenn ihr diesen habt, müsst ihr da hinten zur Klippen gehen, da wo man den Kopf abschießt von diesem Verräter da. Was ihr jetzt machen müsst, ist von hier aus springen und genau da bei diesem Dreckhaufen müsst ihr springen. Ihr müsst schon ein paar Mal das gemacht haben, dass ihr das wirklich auch schafft. Der Glitch ist nicht einfach, aber schwer ist er wirklich auch nicht. Wenn man einmal oben war, weiß man, wie die Strategie geht. Und Silent Nine hat den gefunden und er erklärt euch, dass man von daher springen muss mit einem Strafe Jump. Aber ich finde den, was ich mache, finde ich fast ein bisschen besser und für mich ging es einfacher, obwohl seine Taktik auch gut war. Aber ich finde, die Methode von mir ist ein bisschen besser. Natürlich habe ich die auch nicht gefunden. Er ist natürlich der Founder of this Glitch, aber der hilft euch jetzt, sage ich mal, bei sicher 4 Challenges auf dieser Map. Ich meine, auf der neuen Map, der Shadow Throne, habt ihr sicher schon alle Challenges freigeschaltet und jetzt seid ihr sicher noch dran, da bei Darkest Shore ein paar Charakter freizuschalten. Und solange dieser Glitch noch geht, bitte Leute, nützt ihn aus für die 40 Runden zum Beispiel. Man darf ja nur 10.000 ausgeben für die 40 Runden. Und das ist wirklich auch so ein Glitch, wo man das machen kann. Und wenn ihr dann out of map seid, könnt ihr irgendwo hinrennen. Die Zombies spawnen, glaube ich, gar nicht da draußen. Aber wenn ihr oben auf dem Glitch seid, dann spawnen sie ja noch. Und ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte eine kurze Bewertung da. Ein Abo würde mich freuen. Und man hört sich im neuen Video wieder. Bye, bye. Check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that's a